So, es geht los. Guten Tag, ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen zur Veranstaltung Infos zum Fernstudium zur neuen Studienrichtung Diplomierter Lerndidaktiker. So, legen wir gleich los. Was erwartet Sie bei dieser Infoveranstaltung heute? Also, wir werden einmal die wichtigsten Details und Infos zum neuen Fernstudium geben, in organisatorischer Weise und auch inhaltlich. Und bitte, sagen, dass Sie gleich Ihre Fragen in der Chat-Funktion stellen. Gleich während der Präsentation, wenn Ihnen was einfällt, bitte Ihre Frage dort reintippen. Und das Team des EEDLs sammelt diese Fragen und ich bekomme die dann zum Schluss und werde dann einzelne Fragen, solange wir halt Zeit haben, direkt gleich beantworten. Diese Präsentation wird auch aufgezeichnet. Und die Präsentationsfolien werden dann gemeinsam mit der Videoaufzeichnung auf unserem Blog auf legasthenie.com/blog veröffentlicht. Für alle die, die heute leider nicht persönlich dabei sein können und auch für alle, die gerade zuhören, also Sie müssen nicht mitschreiben, Sie können dann nachher alles nachlesen. So kurz zu uns. Wer sind wir? Wir sind der erste österreichische Dachverband Legasthenie. Also für alle, die uns noch nicht kennen und noch keine Studienrichtung bei uns belegt haben, wir bieten seit 27 Jahren Ausbildungen von Klagenfurt Österreich aus an. Und das in Zusammenarbeit schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Dachverband Legasthenie Deutschland und mit dem Dyslexia Research Center. Meine Wenigkeit, mein Name ist Dr. Livia Beiladulla und ich bin die Geschäftsleitung vom ÖEDL. Wir sind auch international vernetzt, sind wir Mitglied der International Federation of Dyslexia and Dyscalculia Associations. Und da sind viele Organisationen weltweit von den verschiedenen Kontinenten dabei, die eben alle das gleiche Ziel haben, dass wir Legasthenen und dyskalkulen Menschen helfen und in weiterer Folge auch allen, die generell Probleme haben beim Lesen, Schreiben, Rechnen und beim Lernen. Und seit über 25 Jahren bieten wir schon die Fernstudien an. Also 1998 hat es begonnen mit dem Legasthenie-Trainer, dann 2008 ist der Dyskalkulie-Trainer gekommen, 2018 der Lerndidaktiker, der beschäftigt sich dann allgemein mit verschiedenen Lernproblemen. Und jetzt, 2023, sind wir ganz stolz, dass wir die neue Studienrichtung Mediendidaktiker vorstellen dürfen. Wir haben Teilnehmerinnen aus 65 Ländern weltweit. Also durch das Fernstudium ist es einfach, dass man sich heutzutage weiterbilden kann. Und wir machen das aber auch schon seit 25 Jahren. Also wir haben da Pionierarbeit geleistet. Und ja, also mit den Studienrichtungen Legasthenie-Trainer, Dyskalkulie-Trainer, Lerndidaktiker sind wir sehr erfolgreich. Und ab 6. November geht's dann los mit dem Mediendidaktiker. Was ganz was Neues, Lernen und Lernen in der digitalen Welt. So, und dann darf ich bitte den Herrn Mario Engel bitten. Das ist unsere technische Leitung beim ÖEDL. Und er wird Ihnen inhaltlich zur Studienrichtung Mediendidaktiker gewisse Dinge erklären. Bitte schön. Guten Abend. Ich hebe meine rechte Hand, damit mir die Kamera folgt. Schon das ist eine Angelegenheit, die neu ist und erst heuer aufgetreten ist. Eine Kamera, die Ihnen folgt, während Sie vortragen. Das ist schon etwas Neues, im Sinne von neuer Technik. Ich schaue und stelle Ihnen etwas vor, wo ich glaube, dass Sie vielleicht dafür persönlich auch ein Interesse haben könnten. Wir haben uns überlegt, dass es eine neue digitale Welt gibt. Schon seit einigen Jahren, werden Sie in dieser Welt von uns bedient, optimal bedient, über die Ferne. Aber es hat da im Ende der 22 massive Neuerungen gegeben, die hier noch weiter fortschreiten. Das heißt, die Änderungen, die eintreten und die hier für uns wesentlich sind, die werden auch für Sie in der nächsten Zeit wesentlich sein. Und ich sage Ihnen zwei Zahlen, warum ich meine, dass die digitale Welt sich so ändert und warum ich meine, dass Sie in dieser digitalen Welt einfach hier mehr Bescheid wissen sollten. 100% aller Schulkinder in Österreich
sind seit diesem Schuljahr ausgestattet mit iPad und Computer. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wirklich wahr. Jedes einzelne Kind hat jetzt ein solches Gerät und das hat weltweit auch dort und da Schlagzeilen verursacht. Ich sage, die Österreicher sind die Ersten, die sowas machen. Und ja, prinzipiell keine schlechte Sache. Also prinzipiell einmal toll. Das Gerät selbst ist weder gut noch böse, aber das, was man damit tut, das sollte man dann doch wissen und das sollte man doch Bescheid wissen. Die Kinder nehmen die Geräte her und können in kürzester Zeit verschiedenste Dinge damit machen. Aber diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass sie auch pädagogisch wertvolle Sachen machen, damit die verantwortlich sind, dass sie etwas lernen, die, glaube ich, die sind sie, die sind die Lehrer und die Trainer. Und da gibt es andere Zahlen. 2019 nutzten nur 23% der Lehrer digitale Medien täglich im Unterricht. Diese Zahl ist von Statistica, ich kann Ihnen die Quelle dazu nennen. Das heißt, vor knapp, das war noch vor der Corona-Zeit, das war noch vor der Zeit, wo das Fernlernen noch nicht so modern war in den Schulen. Nur 25% der Lehrer haben sozusagen diese digitalen Medien täglich genutzt. Und das ist eine Zahl, die lässt dann doch ein bisschen dann überlegen. Meinen die anderen 77% der Lehrer, man braucht es nur hin und wieder oder gar nicht. Nicht unrichtig vielleicht, aber treffen diese anderen 77% der Lehrer die Entscheidung mit dem besten Wissen über diese Sachlage oder treffen sie sie, weil sie eigentlich ein bisschen Angst haben und nicht den Zugang haben zu den neuen digitalen Medien, so wie sie es sich wünschen. Und es gibt noch eine weitere Zahl. Circa ein Drittel der Lehrer schätzt ihre eigenen Fähigkeiten zum Beschulen von Kindern bezüglich der Technik, den neuen Medien, als zu gering ein. Auch diese Zahl ist etwas erschreckend. Wir wollen nun diese Lücke schließen. Die Lücke zwischen Lehrern, die hier noch ein hohes Aufholpotenzial haben, und die Lücke zwischen den Kindern, die hier alle mit diesem neuen Computer ausgestattet sind und die das alles schon gut können. Jetzt nicht unbedingt die richtigen Programme, aber die Bedienung und die Technik, die haben sie im Griff. Wir brauchen Menschen mit Medienkompetenz. Also Sie haben als diplomierter Mediendidaktiker in Zukunft hoffentlich dann die Medienkompetenz. Dieses Wort wurde schon im vorigen Jahrhundert geprägt. Das ist nichts Neues. Aber die Pädagogik und die dazugehörige Didaktik ergeben zusammen das Bild, dass ich hier meine eigene Kompetenz hier aufbaue in Bezug dieser neuen digitalen Medien. Die richtige Didaktik mit digitalen Medien ist eigentlich das Um und Auf. Setze ich Papier und Bleistift ein, setze ich den Computer ein, setze ich das iPad ein mit einem spezifischen Programm, um zu meinem pädagogischen Ziel zu kommen, um den Kindern in diesem Zusammenhang etwas beizubringen. Und wenn Sie die Übersicht nicht haben, wenn Sie nicht wissen, was da draußen eigentlich alles existiert, dann können Sie leider keine guten Entscheidungen treffen. Wir brauchen von Ihnen, wir brauchen Leute draußen, die gute Entscheidungen treffen, gute digitale Entscheidungen treffen, die die gesetzlichen Rahmenbedingungen kennen, die die Gefahren kennen, die hier kritisch diese digitalen Medien und ihre Gefahren und Möglichkeiten kennen. Wir brauchen Leute, die hier Entscheidungen treffen. Und es ist ein riesiges Aufgabengebiet. Aber ich glaube, es ist es wert, sich das anzuschauen. Und wenn ich mir überlege, dass Sie ja schon als Legasthenietrainer, als Dyskalkulietrainer oder auch als Lerndidaktiker digital über die Ferne lernen und arbeiten, so können Sie auch diese weiteren Schritte, die hier notwendig sind, um hier ein Experte zu werden mit digitalen Medien, mit dieser neuen
mit diesen neuen Medien eben mit uns gemeinsam einen Schritt gehen und dies hier zu erlernen. Also, die Aufgabengebiete des Mediendidaktikers sind groß. Wir haben hier von der Entwicklung von Lehrplänen hin bis zu Reflexion der künstlichen Intelligenz und deren Einsatz in der Bildung. Das ist übrigens ein neues Schlagwort, künstliche Intelligenz. Meiner Meinung nach ein falsches Wort. Sie ist nicht sehr intelligent, diese künstliche Intelligenz, sondern es ist eher absolute Power von Computer, also absoluter Computerpower mit riesigen Daten dahinter. Das ist diese Intelligenz, diese Sprachmodelle, die zum Beispiel hier draußen sind, die werden wir auch genau besprechen in einem Modul, die hier überall heutzutage schon eingebaut werden. Die werden eingebaut bei Windows 11, wird das einfach neu kommen. Gestern war Adobe Max, die werden in all den Adobe-Produkten eingebaut. All diese neuen künstlichen Intelligenzen müssen wir, damit müssen wir uns abgeben. Und abgeben heißt, ich vergleiche das mit dem letzten Jahrhundert. 1995 ist das Internet gekommen. Und viele Leute haben gesagt, na, das tue ich mir nicht mehr. Ich habe schon einen Computer, es reicht mir schon, dass ich mein Word schreiben kann, meine Texte schreiben kann, das ist besser, meine Schreibmaschine. Aber mit dem Internet beschäftige ich mich nicht mehr. Und die Leute, die das von Anfang an abgelehnt haben, die sind alle noch dazugekommen. Weil wir brauchen jetzt, ich sage Ihnen das Beispiel, am Anfang hatten wir bei unseren Fernlehrgängen 15% der Menschen hatten nur eine E-Mail-Adresse. Und heute haben alle E-Mail-Adressen und alle noch weitere Möglichkeiten zu kommunizieren. So, und wenn Sie sich gleich am Anfang an offen gesagt hätten, nein, ich schaue mir das an und ich lerne so viel darüber, dass ich es kritisch einsetzen kann und kritisch betrachten kann und ich suche mir das Beste für mich heraus. Das müssen Sie auch jetzt in dieser neuen Phase, die hier kommt, mit dieser künstlichen Intelligenz genauso sehen. Sie kommt, sie wird eine Veränderung nach sich ziehen, die genauso stark war wie damals das Internet selbst. Ist eine riesige Sache. Aber sie ist nur ein Programm, eine Software, vor der man keine Angst haben muss, die man kennen muss und die man dann für sich selbst einschätzen muss, wie kann ich sie einsetzen im Unterricht oder für mich persönlich zur Unterstützung meines Unterrichts. Schulung von Lehrern, Pädagogen im Umgang mit Medien. Sie haben die Möglichkeit dann, wenn Sie sich hier eben mit diesen digitalen Medien besser auskennen, wenn Sie sagen, okay, die Lernsoftware ist gut, die Sachen sind gut, da kann ich selbst was machen, dass ich auch meinen Kollegen darüber Bescheid gebe, mit all den Vorsichtsmaßnahmen, mit all der Kritik, die auch dazu gelehrt wird von unserer Seite her, warum und weshalb man die eine oder die andere Software einsetzen soll. Förderung der Medienkompetenz bei Schülern. Da geht es nicht darum, dass sie ihnen zeigen, wie sie sich bei den Geräten auskennen, sondern da geht es darum, dass sie ihnen zeigen, wie sie diese Medien einsetzen sollen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie auch ablehnend sind zu diesen Social Medias, Sie wollen nicht auf Facebook sein, es interessiert Sie diese Dinge nicht, sehe ich das vollkommen ein. Aber alles kann man nicht ablehnen. Und Wikipedia zum Beispiel ist etwas, die brauche ich nicht ablehnen. Wenn ich die Wikipedia hernehme als Quelle und für meinen Unterricht, dann kann ich zum Beispiel ganz gute Sachen mir vorbereiten für meinen Unterricht und auch die Schüler hier anregen, mit der Wikipedia, so wie mit einer Enzyklopädie früher, eine ordentliche, eine nachhaltige Arbeit zu verrichten. Wenn ich das jetzt noch kombiniere mit den neuen Möglichkeiten, zum Beispiel auch der künstlichen Intelligenz, wo ich hier Fragen stellen kann, direkt und dann das Kreuz verweisen und Kreuz überprüfen kann, dann lernen Kinder wirklich etwas, wie man heute mit diesen Medien richtig umgeht. Wir wollen Sie dazu anregen, dass Sie vielleicht auch Workshops durchführen und Kollegen weiterbilden. Wir wollen Sie dazu anführen, dass Sie vielleicht, wenn Sie sich dafür interessieren, sogar noch weiter forschen in dieser Richtung. Ich glaube, ein wichtiger Teil, und das sind wir Profis, ist auch die Entwicklung von E-Learning-Materialien. Wir werden die Möglichkeit Ihnen geben und wir werden Ihnen das zeigen, wie das funktioniert, mit Videos, dass Sie können sich selbst digital Arbeitsblätter, digitale Übungen, zum Beispiel Kreuzworträtsel oder Lückenteste, erstellen für die Ewigkeit. Was ich damit meine ist,
Sie machen zum Beispiel so ein Kreuzworträtsel, was sind die Hauptstädte von Österreich? Und dieses Kreuzworträtsel, das kann man dann am Smartphone ausfüllen, das kann man am Handy also am iPad ausfüllen, das kann man am Computer ausfüllen. Das ist aber Ihr persönliches erstelltes Werkzeug. Wir helfen Ihnen damit, dass Sie mal erkennen, was dürfen Sie alles verwenden. Das ist also welche Bildmaterialien, das sind wieder die rechtlichen Sachen. Dann helfen wir Ihnen mit der Technik, dass Sie sagen, na, was setze ich ein? Und dann helfen wir Ihnen mit der Auswahl der Software. Sie müssen sich eines vorstellen, da gibt es so viele Sachen draußen. Wir wollen, dass Sie sich diejenigen, die Sachen aussuchen, die für Sie richtig sind, die langhaltig vorhanden schon sind, die vor allem hoffentlich kostenlos sind und die richtig gut brauchbar sind. Also, Modul 1, mit der Hilfe von der Frau Dr. Astrid Kumpdulla bezüglich der Pädagogik und Didaktik, ein Modul, das sich einmal über die theoretische Grundlagen dafür gibt über den Mediendidaktiker, die Rolle und die Verantwortlichkeit eines diplomierten Mediendidaktikers aufzeigt. Es geht hier darum, dass Sie Verantwortung haben gegenüber den Kindern und Ihren Kollegen, mit dem Know-how, aber auch mit dieser Technik, wenn Sie sie einsetzen. Ablehnen alleine ist auch eine Möglichkeit, sie nicht einzusetzen, aber wenn ich die Technik einsetze, wenn ich Smartphones verwende, wenn ich iPads verwende, dann muss ich Bescheid wissen um gewisse Dinge. Und das wird hier genau beschrieben. Im Modul 2 möchte ich ganz genau sagen, es gibt eine digitale Ethik und es gibt auch eine Notwendigkeit der digitalen Sicherheit. Wir haben hier ein Thema, das wir genau aufgreifen, sei es jetzt Cybermobbing, Cybergrooming, Doxing, jetzt habe ich drei Wörter gesagt, mit denen Sie vielleicht noch nicht so genau etwas anfangen können, aber diese Wörter haben alle schon einen Strafbestand. Diese Wörter, diese Taten sind alle schon ein wesentlicher Punkt, der bei Kindern und Jugendlichen vorkommt und wo Sie dann unter Umständen beratend dabei sein könnten und sagen, okay, ich weiß darüber Bescheid, ich weiß, wo man darüber nachlesen kann, ich weiß, wer da zuständig ist, an den man sich wenden kann. Also das ist eine Sache, wo ich glaube, Sie werden damit sicherlich auch Ihren Wissensstand erweitern. Datenschutz und DSGVO, das ist ein kleiner Bereich, gehört dazu. Datenschutz ist, also wenn wir mal so anfangen, wir werden noch zwei oder drei weitere Vorträge haben in den nächsten drei weitere Vorträge haben in den nächsten 3 Wochen. Und einer ist davon, wie schütze ich mich, beziehungsweise wie schütze ich mich vor der Verfolgung im Internet. Es wird ja so nett genannt, Tracking. Man wird getrackt und man kann auf den Homepages so nett anklicken, ja, ich will keine Cookies und dann fühle ich mich schon besser. Die EU hat da nicht so allzu gute Vorbereitungen getroffen noch. Sie wird noch besser und dacht sie damit müssen. Wir wollen, dass Sie wissen, um was es geht. Ich gebe Ihnen eine Möglichkeit dann auch zu erlernen, wie Sie anonym sich in der Welt bewegen können. Und was ich damit meine, ist, wenn Sie heute einkaufen gehen in einer kleinen Stadt wie Klagenfurt und Sie gehen eine Milch einkaufen, gehen Sie ins Geschäft rein, holen Sie sich die Milch, zahlen Sie es mit einem Bargeld, gehen Sie wieder raus. Das war ein anonymer Vorgang. Wenn Sie das im Internet machen, dann wissen schon bei der Tür, wo Sie reingehen, 20, 30, 40 Firmen, Stalker nenne ich sie. Ich nenne sie nicht Tracker, ich nenne sie Stalker, die Ihnen nachlaufen und die wissen, dass Sie jetzt einkaufen gehen. Die wissen unter Umständen, wie lange Sie bei welchem Regal stehen. Ah, beim Milchregal ist er länger gestanden, der wollte vielleicht noch ein Joghurt haben. Die wissen, was für Milch Sie kaufen, die wissen, wer Sie sind. Die wissen, ob Sie verheiratet sind, welcher politischen Gesinnung Sie angehören. Die wissen alles über Sie. Und das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, dass Sie Ihnen, obwohl Sie nichts zu verbergen haben eigentlich, diese Daten einfach preisgeben aufgrund ihres Verhaltens im Internet, weil sie wo surfen, weil sie sich Dinge anschauen. Wie Sie können sich davor schützen, wir werden Ihnen zeigen, wie. Und wie Sie werden das auch weiter zeigen, Ihren Schülern und Ihren Kollegen, wie man sich schützen kann in dem Bereich der persönlichen Sicherheit und Verfolgung. So, Schule 2030, ein ganz wichtiges Thema. Wie schaut das Lernen in der Zukunft aus? Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel dazu. Kinder haben vor 50 Jahren schon gelernt und wahrscheinlich werden auch in 50 Jahren hoffentlich noch lernen, aber vor 50 Jahren war es nicht so wie heute.
dass jede Kleinigkeit, die auf der Welt passiert, sofort lokal bei den Schülern aufpoppt. Und aufpoppt, meine ich, am Handy zur Verfügung steht. Die wissen sofort, wenn in Amerika sich die Taylor Swift bei einem Konzert den Knöchel umgeknickt hat, wissen die das in der nächsten Sekunde. Früher hat das ganz viel länger gedauert. Und diese globale Informationsflut zu lenken mit den Schülern der heutigen Zeit und mit ihnen zu lernen, globale Informationen und lokale für die lokale Community. Und das betrifft dann natürlich auch den Umweltschutz. Das betrifft natürlich dann auch andere Themen. Das ist eine der Sachen, wie sich das Ganze entwickelt hat in den letzten Jahren und entwickeln wird bis 2030. Die OECD hat Schule 2030 als Riesenthema aufgebaut und wir haben das hier eingebaut in unsere Module, damit Sie sehen, wie die Aussicht hingeht und wo es hingeht mit dem Lernen. Kleinigkeit noch, OER, Bildungsmaterialien, welche darf ich verwenden, welche sind offen. Das sind auch so Dinge, da wollen wir Sie unterstützen und helfen, dass Sie sich besser auskennen. Ein Modul ist der künstlichen Intelligenz gewidmet. Ich halte mich heute kurz. Wir haben ja auch einen eigenen Vortrag in einer Woche. Spannend. Man muss einfach wissen, um was es geht. Man muss die Möglichkeit wissen. Ich darf Ihnen mal sagen, sie ist nicht so intelligent. Da ist keine Intelligenz dahinter. Man braucht keine Angst zu haben davor. Aber man muss wissen, wie man eben diese 80% rauskriegt. Und was meine ich mit 80%? Die künstliche Intelligenz gibt Ihnen Antworten, wunderbare Antworten, aber nicht immer korrekt. Manchmal auch hat sie ein wenig Fantasie dabei. Und ich muss jetzt einfach herausfinden, wie ich dieses bewerte, diese Antworten. Wie kann man es ein bisschen vergleichen mit früher? Naja, wenn Sie in den Suchmaschinen gesucht haben, haben Sie auch oft zu den Themen, für die Sie sich interessiert haben, nicht gleich eine Lösung gefunden. Und das ist bei der künstlichen Intelligenz auch manchmal so. Man muss einfach anders nachfragen oder zu einem anderen Zeitpunkt nachfragen. Oder eine andere Nachfrage. Also wir haben nicht nur ChatGPT, wir besprechen Bard, wir besprechen Claude AI. Die einen haben ihre Daten aus dem Internet, die anderen haben ihre Daten woanders her. Und wie die ganzen Dinge funktionieren, das ist hier drinnen, auf einfache Art und Weise, nachvollziehbar für Sie, damit Sie da auch Ihre Entscheidungen treffen können. Ich habe einen Kollegen gehabt im Sommer, der mir gesagt hat, Herr Engel, warum... Was soll das bringen, dass wir den Schülern in der Grundschule schon einen Ferrari hinstellen, der alles kann? Dann sage ich, Sie haben recht. Zuerst müssen wir den Kindern einmal das Gehen beibringen, dann das Laufen, dann das Fahrradfahren und der Ferrari kommt hinterher. Das heißt, die Reihenfolge des Lernens hat sich nicht unterschieden, aber nur der Ferrari steht da. Also wie gehe ich mit dem Ferrari um? Und wie gehe ich mit den Kindern um, damit sie diesen Ferrari nicht einfach gleich einmal ausbauen und die Sprünge dazwischen überspringen? Der Punkt 4 eben, da haben wir uns gerichtet an den Top 100 Lernwerkzeugen, die da draußen sind. Das haben ja auch schon andere gesucht und andere kritisch natürlich auch hinterfragt. Günstig müssen sie sein, weil sie ja auch in der Bildung drinnen sind, beziehungsweise hoffentlich kostenlos. Sie müssen nachvollziehbar und anwendbar sein. Und Sie werden hier Lernwerkzeuge für sich entdecken, die wie Ihnen persönlich für Ihre Arbeit einen Nutzen bringen. Die sollten Sie nachher einsetzen und die anderen sollten Sie links liegen lassen. Man kann nicht alles wissen und man kann sich nicht mit allem beschäftigen. Aber ein paar Dinge kann man für sich heraussuchen und sagen, hey, das mache ich jetzt und da spezialisiere ich mich und da mache ich was Tolles. Das gehört zum Beispiel zu den Anwendungen von E-Learning-Tools. Das ist also der vorletzte Punkt da unten. Ich nenne Ihnen das Beispiel H5P. H5P ist eine Open Source Software aus Norwegen. Die Jungs haben vor, ja, ich glaube, knapp 10 Jahren angefangen, für das norwegische Schulsystem hier Unterstützung zu leisten mit verschiedensten Modulen. Da kann man Lückentexte machen, kann man Suchtexte machen, also vergleichende Bilder machen, Videos kann man machen, alles Mögliche. Und diese E-Learning-Tools sind Open Source, das heißt frei für jeden verfügbar. Man kann sie auf seinen eigenen Server oder auf seinen eigenen Platz oder sogar auf seinen eigenen Computer herunterholen und da einsetzen und sich für die Ewigkeit aufbehalten. Das ist auch eine wichtige Sache. Ich habe sie auf einem Server und dann gibt es den Server morgen immer und dann sind sie fort. Und ich glaube, dass es wert ist, sich sowas anzuschauen, dass man sowas erlernt. H5B ist ein Beispiel. Es gibt auch Learning Apps, ist von einer Schweizer Verein. Es gibt da verschiedene. Aber wir werden dort ein, zwei
drei Dinge vorstellen und wie wir sie vorstellen, das ist auch etwas neuer. Erstens einmal haben wir vor, die Studienunterlagen auch zum Anhören zu machen. Ich darf dazu sagen, die zwei Bilder, die Sie da sehen, sind extra erstellt worden von einer von DALL-E 3, einer von Canva, um Ihnen zu zeigen, was heutzutage künstliche Intelligenz schon kann. Ich habe das als Demonstration hier mit eingebaut. Das sind also künstliche Bilder, keine Fotografien, das sind von Computern erstellte Bilder. An sowas werden Sie uns gewöhnen müssen. Das wird immer mehr und mehr kommen, solche Sachen. Und zum Anhören die Studienunterlagen, glaube ich, wird deshalb spannend sein, weil wenn ich nicht so viel Zeit habe, dass ich mir das lese, in den Modulen, klassisch, wie wir sie immer bis jetzt hatten, sondern wenn ich sage, ich möchte beim Auto fahren und so weiter das mit anhören, ich glaube, das wird recht spannend werden. Und das ist eine Sache, die wir vielleicht auch für die anderen Module nachholen können, für die anderen Fernstudienrichtungen. Aber zuerst einmal werden wir es beim Mediendidaktiker ausprobieren. Dann wird es geben eine sehr große Liste an freien, kostenlosen E-Books, die für Sie zur Verfügung gestellt werden. Das sind über 1000 Seiten. Aber die sind jetzt nicht zum Lernen unbedingt für die Prüfungen, für die Formalitäten, die dann nachher die Frau Dr. Beyler-Dullner noch stellen wird, sondern die sind eigentlich dazu da, um Ihnen in dem Gebiet, wo Sie sich dann vertiefen möchten, eine Chance geben, weiterzulesen. Wir haben da eine ganze Reihe von diesen E-Books für Sie zur Verfügung und diese Bibliothek wird auch immer weiter ausgeweitet. Und wie schaut es aus? Wie geht es jetzt vor? Naja, ich bin ja oldschool. Oldschool heißt, ich möchte ein richtiges Buch haben, wo ich einmal lese, um was es geht. Sie werden die Module in den Händen halten können oder mal lesen können. Und dann kommen Sie auf eine gewisse Stelle in dem Modul, da steht dann sowas drinnen. So ein Bild von diesem Herrn Professor Dr. Thomas Rüdiger. Da steht, was ist Cybergrooming? Und das Symbol, das symbolisiert, das ist ein Video. Sie können also jetzt mit diesem kurzen www.wll.at GUXUH auf einem Handy oder auf einem iPad neben Ihrem Buch gehen und auf die Adresse gehen und dann kommt das Video und sich das Video anschauen. Das passt zum Text im Buch dazu. Sie können auch mit Ihrem Handy diesen QR-Code abscannen und abfotografieren und auch so zu diesem Video kommen. Wichtig ist mir nur eins, dass Sie zu dem Video kommen, damit Sie persönlich dieses Erlebnis haben, lesen, Video interaktiv und dann weitergehend wieder zurück zum Lesen. Das heißt, es ist ein Spiel, Lesen, Video. Manchmal vielleicht auch dazwischen ein bisschen hören, Audio. Das ist also neu und ich glaube, wir haben hier über 30 Videos einmal vorbereitet und wesentlich mehr. Und viele dieser Dinge werden Ihnen helfen, die Sachen viel besser zu verstehen und auch zu verwirklichen. So, ich bin jetzt bei dem Punkt angekommen, wo ich sage, was ist beim Fernstudium zu tun? Hier sind schon unsere vier schönen neuen Module. Und neben mir ist die Frau Dr. Lieber Beyler-Dullner. Ich verabschiede mich jetzt da. Ich stelle die Kamera wieder steil und sage herzlichen Dank, bis später. So, darf ich wieder Hallo sagen? Die Kamera ist jetzt wieder auf mich gerichtet. Und ja, also dann reden wir noch ein bisschen ganz geschwind über die formalen Dinge, die organisatorischen Dinge, die beim Fernstudium zu tun sind. Nachdem der Herr Engel jetzt so toll über die Inhalte gesprochen haben, müssen wir uns aber mit dem auch noch mal kurz beschäftigen. Also das Fernstudium, und das gilt für alle Studienrichtungen, die wir anbieten, besteht immer aus vier Modulen. Das sind vier Skripten zwischen 120 und 200 Seiten. Bei Mediendidaktika sind es so circa 120 Seiten, hat jedes Modul. Und für jedes Modul, also das arbeiten Sie selbstständig durch, lesen Sie durch, schauen sich die Videos an, führen sich die E-Books zu Gemüte. Oder Sie lassen sich die Module vorlesen oder wie Sie das wollen. Das hat der Herr Engel gerade schön beschrieben. Und dann, wenn Sie ein Modul durch haben, dann schließen Sie eine Multiple-Choice-Prüfung über das Online-Kundencenter ab. Das wäre dann einmal die Theorie, vier Prüfungen. Und dann gibt es noch die Praxis, den Praxisteil. Also da halten Sie
selbstständig, also das ist jetzt für die Studienrichtung Mediendidaktika, halten Sie selbstständig Beratungen und führen Gespräche durch, machen Förderplanungen, Stundenvor- und Nachbereitungen und Sie führen dann medienpädagogische Förderstunden durch. Beim Hauptfernstudium, also wenn Sie die Studienrichtung als Hauptfernstudium belegen, sind es 20 Förderstunden und wenn Sie es als Aufbaufernstudium belegen, sind es 10 Förderstunden. Und diese dokumentieren Sie dann schriftlich in Form und dann alle Unterlagen sind dann in Form einer praktischen Diplomaprüfung einzureichen. Und jetzt die Frage ist, was sind mediendidaktische Förderstunden? Und das können Sie sich so vorstellen, dass Sie mit Schülern, mit Kollegen oder mit wem auch immer, wenn Sie gerade Legasthenietrainer sind und eine Legasthenie-Trainingsstunde durchführen und Sie wenden in dieser Stunde neue Medien an. Also alles, was Sie da in der Fernstudienrichtung Mediendidaktika lernen, über die verschiedenen Programme, über KI und so weiter und so weiter. Wenn Sie das in der Stunde anwenden, dann ist es eine medienpädagogische Förderstunde. Und dann, Sie können auch einen Vortrag halten vor Ihren Lehrerkolleginnen, wo Sie kurz etwas erzählen über eine also über ein spezielles Thema in der Medienpädagogik, in der Mediendidaktik. Oder Sie können sogar mit Senioren eine Schulung durchführen und ihnen erklären, wie die ihr Telefon, ihr Smartphone besser benutzen können im Alltag und so weiter und so weiter. Also da gibt es ganz verschiedene Ansatzpunkte, was man eben bei diesen Förderstunden alles machen kann. Und wenn man dann die praktische Diplomaprüfung eingereicht hat, dann wird das Diploma verliehen. Das Diploma zum diplomierten Mediendidaktiker. Und wenn man das dann erlangt hat, also wenn man den Abschluss erreicht hat, zu was ist man dann befähigt und berechtigt? Also man hat dann die Kompetenz und die Berechtigung, unterschiedliche Herausforderungen in der Medienpädagogik zu identifizieren. Und anschließend dann gezielte Strategien zu entwickeln, dass man Kindern und Erwachsenen, also allen Menschen, einschließlich den Lehrerkolleginnen, dabei hilft, ihre Medienkompetenz zu stärken und diese zu fördern. Geprüft ist man dann für die Arbeitsbereiche Förderung der Medienkompetenz, Beratung in mediendidaktischen Fragen, Entwicklung und Gestaltung von mediendidaktischen Lernmaterialien. Also das ist auch ein Fokus der Studienrichtung, dass Sie selbst lernen, wie Sie Lernmaterialien erstellen können und wie dann diese angewendet werden können. Sie führen dann die Berufsbezeichnung Diplomierter oder Diplomierte Mediendidaktikerin, Mediendidaktiker und können die Bildmarke verwenden, Mediendidaktiker lernen und lernen in der digitalen Welt, die als Bildmarke geschützt ist. Und dann können Sie dem Berufsverband der diplomierten Mediendidaktikerinnen beitreten. Also das wäre der EDL in Österreich und der DVLW in Deutschland. Und noch einmal ganz kurz allgemein, da ja nicht nur Zuhörer da sind, die schon eine Studienrichtung, eine Ausbildung bei uns gemacht haben. Also wir bieten 4 Studienrichtungen an. Diplomierten Legasthenietrainer, Dyskalkulietrainer, Lerndidaktiker und Mediendidaktiker. Und alle diese Studienrichtungen können Sie individuell kombinieren. Die erste Studienrichtung ist immer ein Hauptfernstudium. Und die 2. bis 4. Studienrichtung ist dann ein Aufbaufernstudium. Also falls Sie schon ein Hauptfernstudium bei uns belegt haben, dann können Sie jetzt den Mediendidaktiker als Aufbaufernstudium machen. Wenn Sie neu bei uns sind, dann wäre der Mediendidaktiker das Hauptfernstudium für Sie. Erfüllen Sie die Aufnahmevoraussetzungen? Also grundsätzlich alle Berufsgruppen des pädagogischen, psychologischen und medizinischen Bereiches, das sind Lehrer, Psychologen, Therapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Ärzte und so weiter, erfüllen jedenfalls die Aufnahmekriterien. Und natürlich alle, die bei uns schon eine Studienrichtung absolviert haben, Legasthenietrainer, Dyskalkulietrainer und Lerndidaktiker, werden sowieso zugelassen. Alle, die diese Aufnahmekriterien nicht erfüllen, können bei uns individuell anfragen, warum sie am Fernstudium teilnehmen wollen und dann entscheidet die Studienkommission, ob sie aufgenommen werden oder nicht. Ist das Fernstudium auch anerkannt? Das ist immer eine ganz beliebte Frage. Und dazu können wir sagen, wir sind von sehr vielen staatlichen und privaten Stellen überprüft und akkreditiert. Und unsere Fernstudien werden nach strengen Qualitätsrichtlinien durchgeführt.
Aufgrund dessen wir auch sehr viele Förderungen bekommen. Und mit Förderungen meine ich, dass unsere Studienteilnehmerinnen die Studiengebühr gefördert bekommen. In fast jedem Bundesland in Österreich und Deutschland gibt es eine Förderung für Bildungsqualifizierung. Und da müssten Sie eigentlich nur auf unsere Webseite gehen, legasthenie-fernstudium.com/Förderung mit OE. Und dann können Sie nachlesen, wie Sie eine finanzielle Unterstützung für die Studiengebühr erhalten können und ob eine in Ihrem Bundesland möglich ist. So, dann bekommen wir auch laufend Auszeichnungen für unsere Bildungsmaßnahmen, die wir anbieten. In erster Linie ist da mal ganz hervorzuheben, das Siegel für Top-Ausbildungen von Focus, dem Magazin Focus. Da erfolgt immer eine unabhängige Erhebung. Und jetzt schon, das, also 2023 ist das dritte Jahr in Folge, dass wir diese Auszeichnung erhalten haben als Top-Anbieter für Weiterbildung. Und ich darf auch schon vorgreifen, wir haben diese Auszeichnung jetzt schon für 2024 auch erhalten. Das wird dann vom Fokus jetzt im Laufe des Monats Oktober angekündigt. Wie lange ist die Studienzeit des Fernstudiums? Das kommt darauf an, ob Sie es belegen als Haupt- oder Aufbaufernstudium. Die Mindeststudienzeit für das Hauptfernstudium ist 8 Monate, beim Aufbaufernstudium 4 Monate. Die Maximalstudienzeit ist 2 Jahre beim Hauptfernstudium oder 1 Jahr beim Aufbaufernstudium. Also ab Studienstart haben Sie beim Hauptfernstudium 8 Monate, also mindestens Zeit, dass Sie das absolvieren. Davor gibt es keinen Abschluss. Also schneller können Sie nicht sein. Sie können zwar alle Unterlagen schon einreichen, aber wir wollen eben, dass Sie sich Zeit lassen und dass Sie sich die Studienunterlagen wirklich ausreichend zu Gemüte führen und dann auch, dass Sie sich genug Zeit lassen bei der Praxis, dass Sie erproben, was Sie gelernt haben. Und dann, wenn es aber nicht so schnell geht, dann haben Sie auch 2 Jahre Zeit, dass Sie eben das eben ausdehnen und darüber hinaus ist auch noch eine Verlängerung möglich, falls Sie noch länger Zeit brauchen. Aber grundsätzlich lässt sich das Fernstudium sehr gut mit dem Alltag vereinbaren, also mit Familie, Freunde, persönlichen Interessen und natürlich auch der beruflichen Tätigkeit, dass Sie lernen können, wo Sie wollen, wann Sie wollen und in Ihrer eigenen Geschwindigkeit. Ist das Fernstudium für die Bildungskarenz anerkannt? Das ist ganz ein brisantes Thema in Österreich. Da kann man in Bildungskarenz geben und sich, das läuft über das AMS, über das Arbeitsmarktservice, kann man sich ein Jahr Auszeit nehmen vom Beruf. Und ja, das Fernstudium wird anerkannt. Also mit einem Hauptfernstudium können Sie 8 Monate in Bildungskarenz gehen und mit einem Aufbaufernstudium 4 Monate. Das heißt, wenn Sie die vollen 12 Monate Bildungskarenz ausschöpfen wollen, dann müssen Sie an einem Hauptfernstudium und an einem Aufbaufernstudium gemeinsam teilnehmen. Welche Studienrichtungen Sie da kombinieren, das ist ganz Ihnen überlassen. Müssen Sie persönlich anwesend sein? Nein, Sie müssen bei keiner Studienrichtung bei uns anwesend sein. Sie erledigen das alles von zu Hause aus. Aber Sie sind natürlich eingeladen, dass Sie bei den stattfindenden Fachtagungen teilnehmen. Da haben wir die Möglichkeit in Person oder auch online. Wie hoch ist die Studiengebühr? Die Studiengebühr für ein Hauptfernstudium beträgt 1.350 €. Eine Ratenzahlung ist gerne möglich. Und die Studiengebühr für ein Aufbaufernstudium beträgt 675 €, wenn man es gleich gemeinsam mit einem Hauptfernstudium macht. Später erhöht sich dann die Studiengebühr für ein Aufbaufernstudium, wenn man sich später dafür entscheidet. Aber für den Mediendidaktiker haben wir jetzt ein Einführungsangebot bis zum 28.02.2024. Also alle, die schon ein Hauptfernstudium bei uns belegt haben und jetzt den Mediendidaktiker noch dazu machen wollen, für die beträgt die Studiengebühr 675 € statt später dann 845. Welche Kosten kommen noch hinzu? Das wäre die Diplomaprüfungsgebühr. Also wenn Sie dann so weit sind, dass Sie die Praxis absolviert haben, alles schriftlich dokumentiert haben und dann das dann einreichen, dann wird sich die Studienkommission des EÖDLs Ihre Unterlagen ansehen
Und dann, wenn das alles passt, wird Ihnen das Diploma ausgefertigt und zugesendet per Post. Und dazu wird eben die Diplomprüfungsgebühr von 89 Euro eingehoben. Dann gibt es noch die Pflichtliteratur, also bei den anderen Studienrichtungen Legasthenietrainer, Dyskalkulietrainer und Lerndidaktiker gibt es eine Pflichtliteratur, wo mehrere Bücher zu lesen sind. Die Kosten dafür betragen zwischen 111 und 268 Euro, je nachdem, welche Studienrichtung und an wie vielen Studienrichtungen Sie teilnehmen. Bei Mediendidaktika gibt es jetzt keine Pflichtliteratur im klassischen Sinne. Da handelt es sich, wie der Herr Engel vorher schon gesagt hat, um E-Books, die Ihnen als Vertiefung dienen. Also das sind zahlreiche E-Books. Wenn Sie sich speziell für dieses Thema interessieren, dann lesen Sie das E-Book dafür, was wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen. Und da gibt es auch Videos, die man sich zur Vertiefung noch ansehen kann. Es gibt aber keine klassischen Printmedien, die eben für die Pflichtliteratur angeschafft werden müssen. Wann können Sie mit dem Fernstudium beginnen? Das ist jederzeit sofort möglich. Es werden keine fixen Beginntermine vorgeschrieben. Sie melden sich an, Sie zahlen die Studiengebühr ein und dann können Sie sofort loslegen. Wichtig ist noch beim Mediendidaktiker zu erwähnen, dass es erst am 6.11. losgeht. Aber Sie können sich selbstverständlich jetzt schon dafür anmelden. Und wie können Sie sich anmelden? Also alle, die das Hauptfernstudium belegen, machen das über das Online-Formular unter legasthenie-fernstudium.com/Anmeldung. Dort können Sie sich für alle Studienrichtungen anmelden, die Sie wählen. Und alle, die schon ein Hauptfernstudium bei uns abgeschlossen haben oder an einem solchen gerade teilnehmen, die können sich in ihr Online-Kundencenter einloggen und unter dem Punkt FS Mediendidaktiker, der ist jetzt neu, kann man sich für das Aufbaufernstudium anmelden. So, und damit wäre ich schon bei unserer Fragen- und Antworten-Runde. Ein paar Minuten haben wir noch. Und bitte. Der Herr Engel ist auch da, Hallo, falls es. ich möchte gleich eine Frage beantworten hier. Und zwar, die Plätze sind begrenzt. Also wir haben jetzt nicht eine unendliche Anzahl, aber wir werden uns bemühen. Wir müssen einmal Erfahrung sammeln, wie wir das abhandeln werden. Deshalb wenn das Fernstudium diplomierten Mediendidaktiker ist erstmalig, da werden wir schauen, wie weit wir hier die Grenze einhalten können. Und ich bitte Sie, wenn Sie daran Interesse haben, sich relativ zeitnahe zum 6. November anzumelden. Und eine zweite Frage, die ist auch sehr interessant. Stellen Sie sich vor, ich nehme wie sagt man, diese Fragen, diese Multiple-Choice-Fragen her und stelle sie der AI und hol mir gleich die Antworten dazu. Wie würden wir darauf reagieren? Wie würden Sie als Lehrer darauf reagieren, wenn das Ihre Schüler machen würden? Ich sage Ihnen als erstes, das Schlechteste, was Sie tun können, ist einfach sagen, löse mir die Fragen. Oder löse mir diese Frage und fertig. Dann hätte ich zwar die Antwort, aber nichts gelernt davon. Die bessere Version wäre, wenn Sie die künstliche Intelligenz fragen, löse mir die Frage und erkläre mir, warum die Antwort diejenige ist, die ja bestimmt, also die künstliche Intelligenz, und zeige mir gleich dazu die Verweise im Internet, wo hier weitere Dinge dazu zu finden sind. Und wenn ich noch eine weitere Frage stellen kann, hinterleuchte kritisch diese Antwort. Warum gibt es hier bei dieser Frage diese Antwortmöglichkeit? Das heißt, man kann hier aus einer Frage so viel lernen wie nie zuvor, obwohl ich eigentlich nur mir die Frage beantwortet haben wollte. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. Sie haben also jetzt jemanden, der eine Prüfung absolviert, gleichzeitig schwindelt, indem er sich die Folge über die Suchmaschinen geholt hat, und das war ja bis jetzt schon möglich. Aber über die künstliche Intelligenz gehe ich weiter und sage, na, erklär mir, warum das so ist. Und auf einmal erlerne ich bei der Prüfung selbst, um was es geht. Also ich darf dazu sagen, das wird so interessant werden, wie man das in Zukunft, diese Situationen beschreiben wird, wie man in Zukunft damit umgeht, ja? Dass man sagt, okay, sperre ich die Kinder in ein Zimmer ein mit einer Tafel und einem Stift und sage, okay, wir machen hier jetzt was. Oder kombiniere ich Computer und mein Wissen und meine Erfahrung mit das der Kinder. Das ist das, warum wir sie brauchen jetzt, das zu erlernen,
damit Sie dann eine Entscheidung treffen können, wie das Ganze funktioniert. Bitte. Dazu ist noch zu sagen, wir sind natürlich in der Erwachsenenbildung tätig und wir unterrichten, also das Fernstudium richtet sich ja an Personen und Personen, die sich wirklich dafür interessieren, melden sich zum Fernstudium an. Und wenn dann in gewisser Weise bei der Prüfung geschwindelt wird, dann erfüllt das ja nicht den Zweck. Also natürlich, man kann sich immer irgendwie behelfen. Aber natürlich, wir gehen einmal davon aus, dass Sie das auch erlernen wollen, was wir Ihnen da präsentieren. Ja, dann hier eine Frage. Ich unterrichte als Lehrer in einer Schule in Sachsen. Kann ich für die fachpraktische Prüfung Fachunterrichtsstunden, welche ich vor der Klasse unterrichte, nutzen? Ja, also wenn Sie Lehrperson sind und die Klasse unterrichten und Sie haben da eine spezielle Einheit, sagen wir, es geht um Biologie und die Photosynthese und Sie überlegen sich dabei, wie Sie jetzt den Kindern das Material, also den Unterrichtsinhalt präsentieren und Sie benutzen dabei neue Medien, also was Sie eben gelernt haben im Fernstudium, welche man da alles einsetzen kann. Und für so eine Unterrichtseinheit in dem Sinn, ja, selbstverständlich. Das ist dann Medienpädagogik und das dokumentieren Sie dann laut den Stundenblättern, die wir haben. Und ja, also natürlich, Unterricht auch. Nur es müssen halt die neuen Medien angewendet werden. Oder ein anderes Beispiel, Sie machen mit Ihrer Klasse eine Lerneinheit und Sie sprechen über neue Medien. Oder sagen wir, Sie sprechen über Social Media und Sie klären die Kinder über Social Media auf und die Gefahren und so weiter und so weiter. Das ist dann natürlich auch eine medienpädagogische Einheit. Ja, also da gibt es im Praxisteil für die praktische Diplomaprüfung gibt es da ganz viele Möglichkeiten, also was man da machen kann. Besteht die Diplomaprüfung, die finale Prüfung, nur aus der Dokumentation der mediendidaktischen Förderstunden oder auch aus einem theoretischen Teil? Also der theoretische Teil beim Fernstudium sind die Multiple-Choice-Prüfungen, die Sie ablegen und dann bei der praktischen Diplomaprüfung geht es wirklich nur um die praktische Anwendung. Also Sie müssen keine Diplomarbeit schreiben, Sie müssen keine wissenschaftliche Arbeit verfassen oder wie man das so von den Universitäten kennt. Nochmal, wir sind keine Universität, sondern wir sind in der Erwachsenenbildung tätig. Und da liegt der Fokus wirklich auf der Praxis. Wird auf Moodle eingegangen, also Moodle ein Urgestein der LMS, der digitalen, aus der digitalen Vergangenheit, sage ich einmal. Ja, Moodle ist ein Teil, der noch immer bei den Lehrern gut verbreitet ist. Ich sage zum Beispiel, H5P-Module können in Moodle eingesetzt werden, können auf WordPress eingesetzt werden. Unser Schwerpunkt beim Mediendidaktiker im Modul 4 ist ein wenig mehr WordPress, hat besondere Gründe. 40% aller Webseiten auf der Welt sind auf WordPress aufgesetzt. WordPress ist universeller einsetzbar wie Moodle, aber Moodle ist absolut Thema und ich kann nur empfehlen, wer damit arbeitet, kann das gerne selbstverständlich auch einbringen in Mediendidaktiker in der Praxis zum Beispiel. So, und unsere Zeit ist jetzt leider schon ein bisschen davongelaufen. Und abschließend möchte ich noch ein paar Dinge sagen. Aber alle jene, die hier jetzt Fragen gestellt haben, bitte, wenn Sie nicht Ihren vollen Namen angegeben haben, dann wissen wir in dem Sinn auch nicht, wer Sie sind und können Sie nicht kontaktieren. Also, aber bitte schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Frage und wir werden die gerne beantworten. Sonst gehen wir auch den Chat durch. Wenn wir Sie identifizieren können, wenn wir Ihre E-Mail-Adresse haben, werden wir Ihnen gerne eine E-Mail schreiben. So, und dann, wo finden Sie noch weitere Informationen? Wir haben die Infomappe, die können Sie sich bestellen, die senden wir Ihnen gerne nach Hause in Printform oder Sie können sich die sofort herunterladen unter legasthenie.at/Ausbildung. Und da gibt es auch eine neue Infomappe, die sich speziell mit Mediendidaktika beschäftigt. Das ist ein separater Download. Dann finden Sie noch Infos unter den Internetlinks, also zur jeweiligen
Studienrichtung, Legasthenie-Fernstudium, Dyskalkulie-Fernstudium, Lerndidaktika-Fernstudium und Neumediendidaktika-Fernstudium. Und so können Sie uns erreichen. Also da gibt es jederzeit ganz, ganz viele Kanäle, wie Sie uns erreichen. Natürlich per E-Mail an mail@legasthenie.com. Wir haben auch einen Live-Hilfe-Chat während unserer Öffnungszeiten. Da können Sie direkt mit uns chatten. Sie können uns telefonisch erreichen oder auch unter WhatsApp. Dann will ich noch kurz hinweisen, dass die Vortragsreihe weitergeht. Also es gibt da noch drei weitere Termine. Am 18. Oktober geht es um künstliche Intelligenz und dann am 24. Oktober über die totale Überwachung und dann am 30. Oktober über verschiedene Plattformen für digitale Medien. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch bei diesen kostenlosen Zoom-Vorträgen mit dabei sind. Und dann noch zum Schluss. Wir werden bewertet unter ausgezeichnet.org. Das ist eine unabhängige Plattform, wo unsere Studienteilnehmer schreiben können, was sie so über das Fernstudium denken. Da sind wir mit sehr gut bewertet, sind über 800 Bewertungen. Und ich möchte Ihnen jetzt zum Schluss noch eine aktuelle mitgeben. Die war vom 10.10. von der Frau Heidrun und eine 5-Stern-Bewertung. Und sie schreibt, wie sehr ihr das Fernstudium geholfen hat, dass sie das Gelernte auch direkt gleich in der Schule, im Unterricht mit den Kindern anwenden kann. Und das ist genau das, um was es uns geht, dass wir ihnen praktische Ideen, praktische Werkzeuge geben, die sie dann direkt anwenden können. Und die Bewertung war natürlich für eine andere Studienrichtung, weil der Mediendidaktiker, der startet erst im November. Aber wir versprechen Ihnen, dass es bei dieser Studienrichtung ganz gleich sein wird. Also es geht wirklich um die direkte Anwendung in der Praxis. So, und dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und zum Schluss, alle, die zugesehen haben, haben wir da einen Gutschein vorbereitet im Lernsoftware-Shop. Da können Sie sich verschiedene Spiele oder auch Literatur herunterladen als E-Books. Und diesen 25-Euro-Gutschein bitte einfach einlösen, gültig bis 6.11. Mit dem Gutscheincode Medien 2023 und suchen Sie sich da bitte einfach was aus und dann gleich in der Praxis ausprobieren. Wiederschauen, danke. Einen schönen Abend noch. Bis zur nächsten Veranstaltung.